Alles klar. Charles, Southgate infiltrieren. Gentlemen, ich bin überzeugt, ich habe die Lösung für unser Problem. Vielmehr, Odysseus hat sie. Odysseus? Ein neuer Rekrut? Der griechische Held, du Simpel. Lasst mich erklären. Wir dringen Silas vor ein, getarnt als Gleichgesinnte. Sind wir drin, schlagen wir zu, befreien die Sklaven und töten den Händler. Riskant, riskant. Gefällt mir. Dann lasst uns beginnen. Zunächst werden wir einen Konvoi benötigen. Der Konvoi sollte bald eintreffen. Angriff auf mein Signal. Verstanden, Sir. Machen wir es richtig. Werden wir sie unvorbereitet treffen. Das Boston Country Journal. Die Welt für einen Penny. Oh Mann. Was zur Hölle ist das? Bitte entschuldigt, Sirs. Wie es scheint, ist uns hier ein kleines Unglück zugestoßen. Bringt es aus! Wow, Freunde. Komm her. Ganz einfach. Ganz einfach. Charles, ihr und William, ihr seid die Vorhut. Lasst keinen zu uns durch. Was ist mit mir? Ihr und John folgt uns aus der Entfernung und haltet Wache. Ich gebe ein Signal, sobald wir eure Dienste brauchen. Wir sind hier, um zu helfen, dir und den Gefangenen im Southgate fort. Befreie mich. Nicht, bis wir da drin sind. Wir dürfen am Tor wirklich nichts riskieren. Dir wird nichts passieren. Du hast mein Wort. Weißt du etwas über Silas Vorhaben? Wie viele Männer erwarten uns dort? Welche Verteidigungen haben sie? Du musst ihm recht wichtig sein, wenn er dir eine eigene Eskorte gibt. Sir, wir haben Feinde voraus. Sollen wir angreifen? Nein. Lass Jonathan und Thomas das erledigen. Wie ihr wünscht. Ja, die schaffen das. Du vertraust uns nicht. Aber ich verstehe, dass du vorsichtig sein musst. So sei es. Alle Zeit der Welt. Halt! Identifiziert euch! Wo ist Lieutenant Jones? Was hat das zu bedeuten? Greift den Feind an! Nice! Ganz easy.
Gottverdammte Hunde. Lasst keinen zu uns durch! Heute triffst du den Sensenmann! Auf eure Posten! Ich will sie mir mal ansehen, bevor. Sag nur Bescheid, ich strecke sie nie. Alles klar. Einen Moment mal. Greif den Feind an! Dann wirst du ein Officer. Zeig mir, wie stark du bist! Was macht der denn da hier vorne? Heute triffst du den Sensenmann! Wo wir die alle einfach alle umhauen. Dann gehen wir meins fort. Halt! Guten Abend, Gentlemen. Nennt euer Anliegen. Lieferung für Silas. Rein dann. Siehst du, ich befreie dich, wie ich es versprochen habe. Wenn ich dir vielleicht erklären dürfte. Lasst sie gehen. Sie wird uns verraten. Nein, wird sie nicht. Wie lautet der Plan? Befreit unbemerkt die Gefangenen. Was ist mit Silas? Er stirbt. Das ist ein guter Plan. Extrem guter Plan. Signal, wenn ihr bereit seid. Nice, Freunde. Gentlemen, wie verläuft die Wache? Den haben wir denn hier? Haltung annehmen, Soldat. Die Gefangenen, bitte. Ich sagte Haltung annehmen. Wer seid ihr, dass ihr mir befehlen könnt? Ein guter Freund von Mr. Thatcher. Oh, ich... Ach so. Entschuldigt bitte. Haltet zu. Oh Mann, wenn er da stehen bleibt, dann kann ich die Gefangenen noch nicht befreien, dann kill ich den gleich am besten. Weil die Offiziere erkennen uns, aber die anderen nicht. Aber die Offiziere erkennen uns. Freuen wir die Gefangenen. Oi, Leute, verzeiht die Verspätung. Cutter hat mich lange schuften lassen. Kind Cutter. Wer hat mir wohl diesen Posten verschafft? Sind wie Brüder, er und ich. Also, was sollen wir für Teile tun? Die Gefangenen auch mit, die von allen Klubbern befreien. Ich bin
Genau das wollen sie, dass du das denkst. Meine Schatten, die Kolonien sollten eine Gelegenheit sein. Keine weitere Kriegsmord. Auf den habe ich ein Auge. Nice. Seltsame Zeit zum Schlafen. Ist wohl betrunken. Na gut. Verdammt. Egal. Das war schon fast perfekt. War das meine erste Synchronisation? Oh nee, nicht von hier hinten, Freunde. Geht nach Hause, Freunde. Bam, Junge. Vor allem, das schloss einfach so mit der Faust so. Easy. No problem, weißt du? Dass du das denkst. Meine Schande. Die Kolonien sollten eine Gelegenheit sein. Wieder befreien. Komm. Bam. Hoch damit. Komm her. Müsste ja abgelegt, Jung. Ah, okay, alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar.
Der hier vorbeikommt, kill ich den. Komm her. Nice. So, befreien wir auch die letzten. Eine einzige Stunde Ruhe, mehr wollte ich nicht. Stattdessen werde ich nach 10 Minuten von diesem lärmenden Irrsinn geweckt. Ich verlange eine Erklärung, und zwar am besten eine gute. Was? Wie ist das passiert? Meine teure Ware freigesetzt? Das akzeptiere ich nicht. Den Schuldigen wird es sicher an den Kragen gehen. Doch erst schaffen wir hier noch Ordnung. Schließt das vor. Tötet jeden, der flüchten will. Ist mir egal, ob er zu uns gehört oder zu dem. Wer sich dem Tor nur nähert, ist tot. War das deutlich? Meine Güte, ist er hart drauf, ey. Drängt sie zurück. Ja, okay. Das ist auch ein Feature. Wo wurdest du ausgebildet? Wurdest du überhaupt ausgebildet? Ich erledige das, Sir. Ja, Charles, diese... Das will ich sehen. Zeit. Ich könnte Hilfe brauchen. Boah, Junge. Tot ist er. Wer bist du? Ich bin Haytham Kenway. Du kennst mich nicht. Aber ich glaube, ihr beiden kennt euch recht gut. Ich versprach's dir, Silas. Und ich werde es einhalten. Nun? Wir warten. Doch sicher nicht lange, vermute ich. Southgate infiltrieren. Sequenz 2 beendet. Naja, nicht ganz perfekt, volle Synchronisation, aber das ist ja auch relativ egal. Sequenz 2 beendet, genau. Schön. Gefällt mir. Mehrere Wochen sind vergangen, seit wir die Gefangenen Mohawk befreit haben. Ich hatte gehofft, ihr Anführer meldet sich. Doch leider blieb es still. Meine Männer sind unruhig, wollen wissen, wie es weitergeht. Aber ich habe keine Antwort. Lee allein bleibt unermüdlich, verfolgt selbst die kleinsten Spuren.
Er streift durch die Stadt und die angrenzenden Wälder. Er hofft, dass er auf einen der Geretteten trifft. Es war eine Frau bei ihnen in jener Nacht. Sie hat die anderen in Sicherheit gebracht. Wenn wir sie fänden, bekäme ich meine Antworten. Ich kann nur abwarten und hoffen, dass meine wahre Mission bald beginnen wird. Sequenz 3, Boston 1755. Ja, und es ist Winter eingekehrt, beziehungsweise es ist Herbst, aber es ist schneit und das ist Indikator für, es ist fast Winter. Wer hätte es gedacht? Und, aber was ich jetzt noch sagen werde, ist, ich werde mich verabschieden. Also haut rein, bis zum nächsten Mal, ich werde hier aufhören. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Kommentiert, abonniert, wenn ihr noch mehr sehen wollt und mir Feedback geben wollt. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.